Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Ark Survival Evolved mit den Good Old Boys hier in der Nirvana-Apokalypse mit den Dinos, nee, ohne Zombies. Ein schöner Tag wird es, der Himmel sieht wunderhübsch aus, die Sonne geht gerade auf und wir sind in einer neuen Welt, in einer neuen Aufnahmesession. Ein kleines, noch nicht ganz fertiges Hütchen, aber hier steht's, Good Old Boys Homeoffice. Wir machen jetzt Heimarbeitsblatt und da ist der Schnaff. Schnaff, grüß dich. Yay. Guten Morgen. Was geht denn hier? Wer sind denn alles diese Leute hier? Ja, ich habe mich mal kleiner gemacht. Wenn ich jetzt in die Außenansicht gehe, sind wir annähernd gleich groß, also sozusagen Brüder. Wir haben eine kleine Hütte, die noch nicht ganz fertig ist, aber das hat nichts zu sagen. Und wir haben dabei Karl der Erste. Hallo Karl. Ganz tolle Seele. Das sagt ist unser nichts. Kühlschrank. Nein, der, warte mal, ich kann nochmal versuchen, ob der was sagt. Oh, der Kühlschrank, das mit dem Fleisch hat aber nicht funktioniert. Oh, ich habe noch so viel Stuff vom Sammeln. Soll ich mal einen Karl, ich pack mal die Bären rein. Das geht nur eine Zeit lang. Also es hält entscheidend länger, also ist gar nicht so schlecht. Okay. Aber? Aber Narko-Bärenmarker. Nein, das verschleudert nicht alles. So, ich pack jetzt mal... Ach, wir wollten noch Fenster. Jetzt haben wir zwei Fenster zu viel hier drin. Egal. Ja, eigentlich wollten wir das Ganze größer bauen, aber das ist alles hier schwierig. Sehr schwierig sogar. Wir haben auf jeden Fall noch Thatch und wir können die Hütte irgendwann fertig bauen. Wir haben jetzt aber keinen Bock mehr. Wir wollten jetzt Schnafel die ganze Zeit schon in der Höhle. Und da habe ich gesagt, okay, wir bauen später fertig. Endlich wieder sterben. Genau. Die Zwille war mir kaputt. Da mache ich mal hier einen Laden. Ja, wunderbar. Ja, endlich wieder sterben. Apropos sterben. Also, in den letzten Folgen haben wir auf dem Server gespielt. Die letzten zwei Folgen, die wir aufgenommen haben, die sind auch auf einem neuen Server entstanden. Denn ich habe da ein bisschen mit den Safe Games Schmuh getrieben. Die lieben Jungs von Playperium sponsern uns ja den Server. Und egal, lange Rede, kurzer Sinn. Die letzten beiden Folgen sind auch in einem neuen Spielstand entstanden. Deswegen hatten wir auch diesen Dino, diesen Shorty, den wir autogetamed hatten. Das hatten ja viele erkannt, deswegen konnten wir auf ihm reiten ohne Sattel. Das lag einfach daran, wir haben in dem ersten Spielstand haben wir Shorty getamed und ein bisschen Hütte gebaut. Und dann ist das ja mit dem Spielstand schiefgegangen. Dann haben wir gesagt, nee, nicht nochmal. Also wir können nicht für die Aufnahmen jedes Mal hier stundenweise investieren und den Scheiß zusammenbauen. Und deswegen haben wir in der letzten Aufnahme, in den letzten beiden Folgen Shorty ercheatet sozusagen. Das tut uns leid. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben ein neues Server-Tool, was den Server jetzt hoffentlich stabil hält. Und was wir hier umgestellt haben, ist, wir haben einmal die Nacht schneller, ich glaube dreifach schneller, oder Schnaf? Was haben wir gesagt? Ich meine dreifach schneller läuft die jetzt, ja. Genau, dreifach schneller ab. Das ist besser für die Aufnahme, ihr seht mehr. Und wir haben den Taming-Speed hochgestellt. Und zwar auf achtfach. Das ist sehr, sehr schnell. Wenn es denn klappt, also das wissen wir noch nicht. Hier, der Karl der Erste ist die Erste so. Wie lange dauert der jetzt? Ein paar Minuten, ja, bis er getamed ist. Wir werden es jetzt erleben. Vor lauter Labern, wollen wir noch mal Wasser auffüllen, bevor wir in die Höhle gehen? Du redest in-game. Und dann da vorne ist die Höhle, genau. In-game. Ja. Also Schnaf hat noch das In-game-Reden-Syndrom. Ich werde mich bessern, ja, auf jeden Fall. Wasser und dann ab in die Höhle und dann wird es echt fies. Oh, wir müssen noch heute. Warte mal, ich hatte noch Fleisch in die Feuer gelegt. Ich brauche noch ein bisschen was zu essen. Ich habe nichts dabei. Was, in der Höhle wird's fies? Das hast du mir nicht gesagt. Das gehört nicht zum Teil des Plans. Ich habe jetzt noch 6-mal Fleisch. Ich habe jetzt meinen ganzen Stuff abgelegt. Es ist aber auch, ich bin echt unkoordiniert in diesem Spiel. Nope. Ja, lass dir Zeit. Naja. Das kriegen wir. Du wirst noch früh genug gleich sterben. So, da. Was brauche ich? Wood und Thatch und jetzt bitte. Nö, Fiber brauche ich. Auch gut. Falsches Fenster. Moment, ich habe doch Fiber. Achso, ich hatte nicht genügend. Ich mache nochmal zwei Speere für mich. Wie viel hast denn du? Ich habe vier. Ich habe schon vier zusammengebaut. Das sollte reichen erstmal. Okay, Flint. Oh, wir haben, glaube ich, kein Flint mehr, oder? Ich hol Flint. Okay. Wir müssen unbedingt mal irgendwie noch ein bisschen Material sammeln gehen. Ah, da habe ich einen Flint im Navier. Fiber nehme ich mal die Hälfte mit. Dann kann ich mir unterwegs noch ein paar Sperre machen. Karl, pass gut auf. Ne? Lass niemand rein. Wenn es klopft, niemand Fremdes reinlassen. Auch nicht, wenn es sich fällt. Yay! Incoming. Karl, zieh den Kopf ein, auf landeten Felsen. Sorry. Das müssen wir auf jeden Fall noch ändern. Flint? Ja. Flint, kommt. Ups.
Oh, ich werde dann Ach, ich hab's Butt abgelegt. Hilfe! Haben wir noch Wood hier? Wood, nee, hier vorne auch. Ist noch. Ja, hier, hier ist Wood. Achso. Ja, ich hab 7. Um unsere Hütte ist ja Wood, ne? Nicht mehr so. Nee. Ja, ja, aber du wolltest es zweistöckig haben und dann ja, ja. Kommt der Mensch, weicht der Baum. So. Ja, ich finde es einfach blöd. Wir hatten ja den letzten Mal, hatten wir unsere Hütte ja so komisch mit so einem Knuppel für die Schränke gebaut. Ich meine, so weit sind wir jetzt noch nicht, aber. Ja, wir machen die klein und kompakt. Ja, übrigens, der Performance-Patch hat nicht besonders viel gebracht, aber finde ich schon einen guten Teil. Haben wir Fleisch mitgenommen, Schnarf? Ich habe, Moment, ich gucke nochmal nach. Ich habe 6 Mal Fleisch dabei. Oh, dann hätte ich gerne 3 davon. Mhm. Du bist schon klein und kräftig. Okay. Noch. So. Dann nehme ich jetzt Sperr in die Hand und YOLO. Ja, da drin kann ich dir direkt sagen, es wird sehr, sehr heiß sein. Ganz komisches Krabbelzeug ist da drin. Und, ich mag kein Krabbelzeug. Habt ihr gesehen, was kommen soll? Fliegende Killer-Ameisen? Boah, ich hasse das. Krabbelfiech jetzt auch. Ich weiß auch nicht, ob ich danach nochmal spiele, weil. Ich will die nicht sehen. Hallo? Es kann sein, dass es jetzt nachlädt. Pass auf, dass mal sehen, ob die das gefixt haben. Oh, das haben wir gefixt. Ne, bei mir lädt er. Doch, jetzt lädt er kurz nach. Das ist normal. Okay. So, ich bin schon wieder on air. Achso, weil wir gar nicht in der Höhle sind. Oder wie? Der lädt den kompletten Komplex nach. Das heißt, wir müssten jetzt deine Frames auch eventuell wahnsinnig nach oben schnellen. Und jetzt müssen wir wahnsinnig aufpassen. 33 wahnsinnige Frames. Oh, was ist denn hier lila? Ja, wir haben auf der. Ich kann eben auf der Map zeigen, wo wir sind. Rechts unten im Zipfel. Da. Da ist eine Höhle. Wenn ihr da auch mal hin wollt. Ne? Und ich bin mir gar nicht sicher, ob die das aus dem Trailer ist. Ich meine, das ist diese Lava-Höhle. Okay. Schnarf, beschütze mich. Ich habe Angst hier drin. Ich habe eigentlich gedacht, ich schicke dich mal vor, weil du bist ja hier der Kameramann. Ich bin ja mehr so der Begleiter. Ich kann Licht machen. Oh, aber ich habe ja, hier können wir weiter. Oh. Da sind Kristalle. Können wir die schon abbauen? Nee, gell? Ich glaube, die kann man gar nicht abbauen, die gelben. Ich müsste mal draufhauen. Warte, ich probiere es mal. Nee, nee, die gelben sind nur komisches Zeugs. Weiße kann man abbauen. So. Was macht ihr immer für Geräusche? Wir müssen uns auch merken, wo es lang geht, weil die verzweigelt sich gleich so ein bisschen. Hätte man nicht irgendwie Standfackeln oder so mit? Oder Brotkrumen auslegen? Standfackeln sind, glaube ich, für, wenn wir gleich gestorben sind, der beste Weg. Okay, wir halten uns immer rechts, ha? Ja, oh, da sind schon Fledermäuse, die sind richtig fies. Dann gehen wir da nicht lang. Was ist denn das? Was rauscht hier? Regnet's? Regnet. Ja, ja. Wieso hört man das in der Höhle so laut? Fuck. Oh, da unten ist das Lava-Zeugs. Guck mal. Fall nicht runter, aber guck mal. Boah, sieht das geil aus. Rot, was ist denn noch mehr Fledermäuse, oder was? Ja, 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 alles voll. Die sind auch echt schäbig so. Also ich krieg jetzt schon wieder eine Gänsehaut, wenn ich gleich an das Geschnarre denke von denen. Wollen wir angreifen? Oh, das sind viele, ne? Ja. 3, würde ich sagen. Willst du echt anschießen? Ich überlege gerade, wo wir lang müssen. Wir gehen jetzt, ja. Wir müssen da lang, wo die zappeln da, ne? Sicher? Da müssen wir hin. Ja, ja, da müssen wir hin. Das heißt. Kannst du eine pullen? Jetzt kommt eine. Die greifen an, die greifen an. Au, 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 au. Ich bin tot. Oh, sind die brutal. Ich habe eine gekillt. Einen habe ich gekillt. Aber dann haben mich die Kumpels gekillt. Ja, leck mich fett. Die waren aber auch Level 11. Wir hatten keine Chance. Level 11 ist ein Witz. Ich spawn mal zuerst, oder? Oder bist du schon gespawnt? Oh, ich bin schon gespawnt vor Schreck. Und ich gehe da nie wieder hin. Dann spawn ich. Ich spawn einfach in. Was war das? Du hast gesagt, West 2 war das. Osten. Ost 2 ist aber sehr, sehr weit weg eigentlich. Ost 3 wäre gar nicht schlecht. Okay, ich probier's mal. Aber wir haben noch Haut. Ich kann mal gucken, ob ich hier ein Bett zusammenkriege. Nee, das schaffen wir nicht. So. Nee, da fehlt uns noch Zeugs. Ja, aber ich würde zumindest den Stuff wiederholen, oder? Müssen wir, wir müssen. Oh, ich bin ganz weit oben. Oh, fuck. Okay. Ja, dann versuche ich mal eben schnell ein Bett zusammenzukriegen. Warte mal, was brauche ich denn dafür? Eine Hide müssen wir noch haben. Ich hatte noch irgendwie 6-7 Hide oder so. Nee, wir haben mehr Hide. Warte mal, warte. Ich guck mal gerade. Oh, guck mal, ich bitte. Hätte nicht gedacht, dass die so stark sind. Ach, scheiße, hier sind Gegner drin im Wasser. Da will ich nicht. Minias. Ja, ich nicht weiß. Ja gut, die waren aber auch zu dritt. Zu dritt und powered. So schnell weggemacht, ey.
Ja, die waren zu dritt und waren noch gepowert, ne? Also die hatten ja zu dritt hatten ja so einen Mate-Boost. Arschloch-Fledermäuse. Saudepp-Fledermäuse. So, warte. Können wir uns einigen, dass ich keine Fledermäuse mag? Hasse die Viecher. So, ich brauche nur noch ein bisschen Sedge und ein bisschen Fiber. Warte, das kann ich schnell zusammensammeln. Das hatte ich. Nee, ich hatte in der rechten Kiste müsste noch gewesen sein. Guck mal. Ah, ich guck. So eine Scheiße. Geil. Da hat man uns so schön vorbereitet. Ja. Das Spiel ist gemein. Leck mich fett. Das ist ein weißer. Nee, das ist ein bunter Strahl, oder? Das ist ein weißer. Blau, lila, hä, bunt. Für alle Level frei. Weiß kannst du looten. Ja, weiß ich. Besorgen wir jetzt Steine, gibt's auf die Fresse. Ich glaube doch, das sind die Spinnen hier. Wieder aus der Puste. Wie weit komme ich eigentlich so mit so einem schönen Sprint? Ah ja, so weit ist es nicht. So, jetzt brauche ich nur noch. Warte, ich bin direkt bei dir. Also Haut hatten wir genug. Wood. Oh, Wood ist easy. Ja, Wood ist easy, das stimmt. Obwohl. Nein, wir hatten noch Wood in der Kiste, definitiv. Wir haben Wood in der Kiste. Guck bitte nach. Da war noch Wood. Oh ja. Okay. Vielen Dank. So, ich baue ein Bett. Wir machen jetzt ein Doppelbett da draus, sehr nice. Ein Doppelbett, das ist gut. Dann spawnen wir auch schneller, gerade, wenn wir tot sind. Genau. Nee, es muss. Sekunde. Es ja. Craftet. Ja, zurzeit steigen die Temperaturen in Deutschland. Oh, Schnaf ja. Und ich nehmen hier unter Hardcore-Bedingungen auf. Und es wird auch nicht besser künftig. Die Temperaturen. Ich sterbe hier gerade quasi. Nein, nicht sterben. Warum? Ja, weil mir warm ist. Also real life. Ach so. Bett ist fertig, Chef. Dann, I kill myself. Ja. Ist hier nicht irgendwas Großes, was mich mal fressen mag? Komm, hier ist doch bestimmt ein Hai. Ich habe Angst vor den Haien, auch wenn ich weiß, dass es nicht... Da vorne. Hallo. So, ich sammle auch schon mal Zeugs. Könnt ihr mal herkommen? Ich glaube eher saufig, bis sie mich gefressen haben. Kann mir einer herkommen? Hm. Boah, ich freue mich schon, wenn wir unter Wasser... Hi. Wenn wir unter Wasser, Ich würde gerne mal so ein Dodo-Tamen ausprobieren. Kann mal einer herkommen von euch? Hi, Happen. Oh. Okay, ich werde schon gefressen. Oh, gleich zwei. Megadolon. Killed me. Wir müssen jetzt nur das Gröbste haben, dass wenn die in die, Höhle reinkommen, weil da sind Wasserflaschen, da ist ja alles. Das heißt, boah. Ne, wir gehen da rein. Die dürften nicht an der Stelle fliegen, wo wir gestorben sind, oder? Die gehen bestimmt wieder, oder? Ja, es kann sein, dass die da bleiben. Komm, wir gehen rein. YOLO. Okay. Alalalala. Ah, das ist doof. Das ist immer diese Vorbereitung und dann alles für Fleder, weißt du, ja. Ja, ich finde, am Land kannst du die Dinos irgendwie besser kontrollieren. Also, weißt du, so... Vielleicht ist es auch einfach nur, weil ich Angst vor der Höhle habe. Das kann natürlich auch sein. Und jetzt stell dir mal die Fledermäuse vor und jetzt stell dir mal die Ameisen, die fliegenden, vor. Oh, ich mag gar nicht dran denken. Achso, wir haben keine Fackel, ne? Nee, aber das... Siehst du was? Müsste eigentlich ein bisschen blau schimmern oder so. Ja, es ist ja nicht weit weg. Was ah, da. Ja, mal? Ich seh's. Alles klar. Blau schimmern ist gut. Wir haben uns rechts gehalten, ne? Ja. Deshalb läufst du jetzt erstmal links lang taktisch, ne? Warte. Ich habe jetzt schon meinen ganzen Punkt für den Alles auf Leben gemacht. Was ist denn als nächstes sinnvoll? Bait? Oh, die sind direkt hier vorne, ne? Sach. Die greifen an. Nein, ich lauf durch. Echt? Die greifen dich an gerade. Echt? Nö. Bei mir ist niemand. Doch, jetzt höre ich was. Oh, ich werde angegriffen. Ich bin schon voll im Arsch. Nicht sterben. Hör auf. Doch. Ich schwöre. Und ich bin schon wieder tot. Alter. Okay, ich renn raus. Nochmal habe ich keinen Bock zu sterben. Ich hatte mein Zeugs. Ich hatte echt? Mein Zeugs, ja. Okay, was machen wir? Höhle vergessen? Wir müssen erstmal wieder Stuff haben und ich habe die völlig unterschätzt. Tut mir leid. Nein, ich will nicht. Na gut.
Völlig unterschätzt. Ich nehme schon mal Steine mit, weil ich glaube, Steine hat man nicht wirklich viel auf der Tasche. So ein Blödarschig, jetzt haben wir aber kaum noch Setsch, oder? Ein bisschen noch, ja. Setsch geht ja sehr schnell. Dieses Grundzeugs geht sehr schnell, ich bin nur gerade falsch. Müssen wir wieder jagen. Ja, ich jag jetzt erstmal Haie mit bloßen Fäusten, das sind erstmal vier. Karl, rette mir! Achso, warte mal. So, nochmal, ich habe Health, habe ich 200. Was sollte ich noch mein Stuff legen, was meinst du? Ich mache mal Health und wenn das auf 200 ist, kannst du Stamina machen. Da kommen jetzt gerade 6. Ey, das müsstest du sehen. 8 Haie kommen auf mich zu. 8. Okay. BTF. Ich boxe euch kaputt. Da bin ich jetzt echt gespannt. Das müsstet ihr jetzt sehen. 8 Haie kämpfen jetzt gerade mit mir und ja. Ich habe jetzt mal Narkotik gelernt. Das war's. Dann können wir mal ein bisschen... Stimulant brauchen wir nicht, gell? Damit wecken wir die Viecher nur auf. Genau, das braucht man später. Ich spiele ja noch parallel auf einem anderen Server, da bin ich auch schon ziemlich viel weiter. Und man kann mit der Kombination aus Stimulanz und Narkotika, kann man Tiere schneller zähmen. Ganz witzige Sache. Was lerne ich jetzt? Haben wir schon die Fackel? Nee. So, ich habe nur auf Holz hier, nur auf die Basis geskillt. Ich mache jetzt mal ein bisschen... Ach, wie doof. Das ist echt wesentlich ungefährlicher. Ja, definitiv. Definitiv. So, ich hast du noch Hide? Hast du noch irgendwo? Kannst du noch Wasserschläuche? Hide ist... ja, habe ich auch 7-mal. Ich mache mal Standfackeln. Das hat uns in der Nacht schon... Thatch und Flint. Ich hole nochmal Flint. Fiber. Ich glaube, da haben wir nichts mehr. Achso, ich brauche noch... Und Fiber brauchen wir auch noch. Dann mache ich mir jetzt erstmal... Haben wir da noch irgendwo Setch drin? Setch habe ich eingesteckt für die... Na, okay. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen, Alter! Alter! Ich will unseren Zeugs wieder haben, das kann... Aber bis wir jetzt hier fertig sind, ist unser Zeugs weg. Das despawnt ja nach einer Zeit. Ja, wir kommen nicht dran. Höchstens einer zieht so weg. Weißt du, was ich meine? Habe ich ja versucht. Das Problem ist, die haben mich sofort gehauen, haben direkt meine Beine gebrochen. Aber ich war ja nicht da. Also, weißt du? Oder meinst du, das Risiko ist zu groß? Na, die sind zu schnell. Die kriegen uns... Ja, okay. Ja, ja, da weglaufen, glaube ich, hat keinen Sinn. Ich dachte, das eine ist ablenkt, weil es einer den Lockfolio macht. Ich habe ja gedacht, ich hätte einfach nur Pech gehabt gerade. Wahrscheinlich war ich wirklich tief. Ja, ihr Lieben, so ist arg. Also hier über Tage hat das irgendwie alles besser funktioniert. Es ist einfacher. Die Höhlen sind wirklich fies. Ich meine, gut, da liegen auch die guten Sachen drin. Das muss natürlich ein bisschen schwerer sein. Das ist genau wie wenn du auf den Berg gehst. Also einigen wir uns drauf, dass wir erstmal hier am Land ein bisschen was reißen. Ja, wir müssen jetzt erstmal wieder einen Grund reinbringen hier. Naja, fangen wir wieder an. Ist auch kein Problem. Wir können die Hütte fertig bauen, oder? Wir hatten noch von denen gesammelt ein bisschen Holz. Oder langt Hütte das fertig nicht? Bauen ist relativ ungefährlich, ja. Ja. Also, oh, ich habe hier erstmal hingeschissen. Toll, das können wir auch gebrauchen, Kompost. Setsch und Flint. Auch völlig ungefährlich, so ein Komposthaufen. So, ich muss jetzt, So, jetzt. Eins. Flint brauchen wir. Flint war... Ich brauche eine Axt. Ach man, da fühlt man sich... Weißt du, wenn man einmal so gestorben ist, fühlt man sich wie von Anfang an. Wir hätten noch eine Ersatzrüstung hinpacken sollen. Ja, so ein bisschen vorarbeiten, das ist manchmal gar nicht... Ich habe aber nicht gedacht, dass wir so schnell sterben. Ich war ja schon in solchen Dingern drin und wenn da Fledermäuse oder Skorpione kamen, die haben wir eigentlich gut weggemacht. Aber ich hatte auch Rüstung dann an. Vielleicht hilft das dann ein bisschen auch. Ja, und wahrscheinlich, wenn man mit mehreren unterwegs ist. Ich meine, man unterschätzt das, ne? Ja, definitiv, wie wir gerade gesehen haben. Naja. Wir sammeln. Wir sammeln. Das ist ja auch, das ist ja das Ziel des Spiels, ne? Eigentlich also, überleben, aber das lernen wir auch noch. Ja. Nee, ist einfach nur ärgerlich. Wir bereiten uns halt immer auf die Aufnahme vor, weißt du, stellen alles ein, machen, tun und... Naja. Shit happens. Naja, that's arg. Das ist arg schwierig. Aber irgendwie kommt mehr Flint raus. Ich finde, dass ich mehr Stuff kriege aus den Felsen. Das ist mir von denen schon aufgefallen. Oh, ich habe den einen Felsen bis da hochgeschnickt. So, kann ich schon eine Zwille herstellen? Fiber und Hide. Zwille kann ich zwei Stück machen direkt. Das wäre gut, das ist cool. Und mal, haben wir nicht noch genügend, zumindest für eine Hose? Nee.
Also wir müssen jetzt jagen gehen. Wir brauchen Stuff für die. Wir brauchen Leder. Oh fuck! Ein Spucker hat mich angegriffen. Wo bist du? Wo bist du? Den Stand hoch? Runter. Den Stand runter. Den kriege ich, den Noob. Der hat nichts drauf. Du bist den Strand südlich, ja? Au, der spuckt mir dauernd in die Augen, ey. So, jetzt haben wir wieder Fleisch und Haut. Sehr gut. Hat man hier nicht noch Fleisch drin? Hier ist noch Fleisch drin, aber es ist fast gespoilt. Komm mal. Ach, schwierig. Ach, Quatsch. Was ist mit dir los, Karl? Mit der Zwille kriegen wir Viecher auch down. Es ist nur schwierig, die ja, Fledermäuse. Fledermäuse. Ja, ganz vergessen. Können wir eine Gatling? Ja. Vielleicht morgen. Vielleicht morgen, genau. In der nächsten Folge seht ihr dann eine Gatling. So, einmal. Fleisch habe ich auch, das schmeiße ich direkt mal in den Ofen. Ja, das ist gut. So, ich sammle noch ein paar Steine und dann gibt's auf die Fresse. Dann gehen wir jagen. In der nächsten Folge gehen wir wieder hart jagen, weil wir brauchen wieder Material, was wir gerade wegen noch im zweiten Bett verschwendet haben. Tut mir leid. Nein, was heißt tut dir leid? Hätte ich jetzt eine Aufnahme hier, dann müsste ich so viel schneiden, habe ich auch keinen Bock drauf. Das ist hier alles live und on take. Das Leiden ist auch mit euch, nicht nur mit uns. Ich muss echt mal überlegen, wieso hat das nicht geklappt, ey? Wieso haben die mich so direkt fertig gemacht, ey? Weil die Arschlöcher sind. Die sind drei Level 11er. Also zumindest die eine konnte ich noch sehen. Aber einen habe ich gekriegt, gell? Mit den Sperren. Ja, aber Level 11 ist eigentlich gar nichts. Ja, ich Level sag doch. Also nochmal, ich habe eine platt gemacht. Also wir könnten es nochmal probieren. Wollen wir nochmal YOLO? Okay. Na klar. Na klar. Komm. Warte, ich schmeiß meinen Blatt. Aber ich habe nichts zu trinken. Ich muss nur kurz. Da drin liegt auch Trinken. Wenn wir erfolgreich sind, haben wir genug zu trinken. Naja, wenn. Noch einmal YOLO. Zum Ende der Folge YOLO. Komm, YOLO. Okay. So, YOLO. Komm, egal. Ich trinke mal eben einen Schluck. Ja. Vielleicht schaffen wir es noch. Also, die spawnt, glaube ich, nach 10, 15 Minuten. Also, Aber die haben uns so schnell fertig gemacht. Meinst du, ist realistisch? Ich hätte wahrscheinlich direkt mit dem Speer drauf gehen müssen. Ich habe halt mit der Zwille versucht zu schießen und das war, glaube ich, mein Problem. Vor ein paar Jahren in meiner alten Wohnung hatte ich mal eine kleine Fledermaus im Wohnzimmer um die Lampe kreisen. Die war ähnlich fies. Die war so groß, so ungefähr wie ein. Wie ein Dodo-Penis und ich hatte Angst. Guck mal, wie groß die sind. Hallo? Wo ist hier dunkel? Ich bin direkt hinter dir. Ja. Da bleibe ich auch. Da bleibst du auch, ne? Ich habe mal eine Markierung gelegt. Was, eine Markierung? Nee, ich habe in den Höhleneingang geschissen. Ja, sorry. So, ich werde jetzt mit der Zwille draufzimmern. Okay, meinst du? Ich glaube schon. Da sind sie, ich sehe sie. Ja, mach fertig. Wie viel haben wir denn da noch? Ja, ich mache das zu zweit. Ja, warte. Eine einzelne. Schieß mir die Zwille an und ich bleib im Speer hier. Ich weiß nicht. Komm, zu Ende der Folge noch Action. Ich sehe sie eine. Warte. Hier rechts. Aber ich glaube, unser Zeug ist weg. Nein, bitte nicht. Sag das nicht. Doch, da liegt's. Ja, Zeug. Schieß. Du schießt doch schon die ganze Zeit. Du triffst nicht. Jetzt. Oh ja, ich treff sie. Ich treff sie sogar. Oh. Und. Ich hab's. Ja, oh, sehr geil. So, warte mal. Ich hol mein Zeugs. Ja, mach. Hier liegt dein Zeugs und hier liegt mein Zeugs. Ist das sicher da? Nein. Nein? Überhaupt nicht. Lauf, Schnaf. Ich kann nicht laufen, ich bin zu schwer. Mach kaputt. Nein. Ich hab's. Nein. Ich hab's. Kannst ich bin sein. Zwar, bin zwar, weiß ich nicht. Oh, take Mann. All. Komm direkt hingelaufen. Ich laufe direkt nackt los. Nee, ich kann mich nicht bewegen. Ich stehe hier. Ich lauf direkt nackt los. Und blute. Komm. Ist egal. Ich hast sogar die Tür offen. Erna, du passt auf. Ach nee, ist ja Karl. Alter, ich komme. Ich versuche was anzuziehen. Was kann ich denn wegwerfen? Nochmal irgendwas Schweres. Schmeiß Steine. Holz und sowas weg. Steine, alles Drop. Weg. Aber du brauchst ja nicht laufen. Ich komme ja zu dir. Ich kann mich bewegen. Ganz langsam. Schnaf. Yes. Schnaf. Wird es überleben. Ihr seht es in der nächsten Folge. Es bleibt spannend. Es ist spannend. Wir haben unser Stuff wieder. Wir sind... Ja! Bis zur nächsten Folge. Ciao!